Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ihr seht, ich habe hier nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern 15 Booster Packs. Nacht in Flammen. Da muss irgendwas Geiles dabei sein, sonst, war es das mit Pokémon-Karten. Dann bin ich raus, wenn ich mir 15 Booster kaufe und da nicht ein Pull drin ist. Bin ich raus. Hallo, würdest du? Dankeschön. Ich musste leider. Zwei Unboxing von mir konnte ich nicht hochladen. Zweimal Krabbel. Moment, das sind 1, 2, 3, 4? Also 3 nach vorne, Energiekarte weg. Codekarte, okay. Gut. Aber übrigens gerade eben Krabbel, die Rare-Karte. So, Codekarte 1, 2, 3 nach vorne, Energiekarte weg. Wunderbar. Wunderbar. Ich musste leider zwei Unboxings, beziehungsweise die konnte ich nicht hochladen wegen der Qualität, weil meine Kamera ein bisschen abgeschmiert ist. In einem davon habe ich halt, das ist eine schöne Karte. In einem davon habe ich das Secret Rare Grauen der Lichtfinsternis Ultra Necrozma gezogen. Das war insane. Und Ledian Holo. Meh! Meh, bis jetzt hält es sich in Grenzen mit dem Puls, ne? Aber was nicht ist, kann ja noch werden. 1, 2, 3 nach vorne. Energiekarte weg. Wir haben Soda Cheetah Fran, die übrigens eine sehr geile Full Art hat. Sunfel Krabox Bubungus Sankabu Toxipet Sepa ein. Oh! Reverse Holo Alola Vulpix und Ledian schon wieder keine Holo-Karte. Was ist da los? Ich meine, ich habe ja keine sonderlich hohen Ansprüche, aber ich habe gerade vergessen, wie man Deutsch spricht. Irgendwann sollte doch mal was kommen. 1, 2, 3 nach vorne. Energiekarte weg. So, quälendes Spray. Die Karte kenne ich gar nicht. Wähle eine zufällige Karte aus der Hand deines Gegners. Der Gegner zeigt dir die Karte, wenn es eine Unterstützerkarte. Okay, ist nicht so gut. Tracy, Furni, Fraß, Meryl, Rihorn, Sankabu, Hutut, Tangela, Rihorn und. Oh, wow. Kiave Full Art. Oh, wow, ist das eine schöne Karte. Woo! Ich habe ja schon Angst gekriegt, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten, dass die Booster abgewogen sind, weil ich die online gekauft habe. Also bei einem Privatverkäufer. Aber trotzdem ist da online ja immer so die Gefahr für alle, die es nicht wissen, die Holo-Karten und die GX, EX, Full Arts und so, die wiegen ein bisschen mehr als die normalen Karten. Was dazu führt, dass man mit einer Küchenwaage die Packs abwiegen könnte. Das ist ein geiles Artwork. Ich habe übrigens relativ wenig Nacht in Flammen in meinem Leben aufgemacht. Das heißt, ich kenne ein paar von den Artworks noch gar nicht. Raupi, Sankabu, Toxipet, Sneebel, Alola Vulpix, ein Reverse Holo, Soda Cheetah und ein Pampros. Schon wieder keine Holo. Schon wieder keine Holo. Was ist da los? Hat er vielleicht ein Pack vergessen abzuwiegen? Nein. Also das. Ich gehe mal prinzipiell davon nicht aus. Wir haben ein Rollum. Glutexo, Seemon. Ah, hier war das. War in Nacht in Flammen das coole Glurak drin? Wommel, Ladybar, Alola Slimer, Sapladin und ein Holo Lucario. Also doch. Also haben wir doch Holos. Schöne Karte. Kommt direkt zu Kiave. So. Zack. 1, 2, 3 nach vorne. Energiekarte weg. Wir haben schon wieder Zapplerleck. Rizeros. Die Bodybuilding-Hanteln. Mirapla. Dabbing Zwielicht.
Devin Daskal, Burungus Raupi, Meryl, oh, da ist was, da ist ein Pull. Ich hab's gesehen. Karadonis und. Oh! Glurak GX! Woo! Baby! Das ist eine geile Karte! Woohoo! Nice! Geil! Sehr geil! Es könnte sein, dass die Booster abgewogen sind. Nice! Ich hab mir mal online, das ist auch ein Opening, das ich nie hochgeladen habe. Ich glaube, das hatte auch beim Aufnehmen technische Probleme. Da hab ich, Moment. Irgendein Vintage Booster habe ich da aufgemacht. Habe ich jetzt die? Nein, habe ich nicht. Energiekarte rausgenommen. Habe ich irgendein Vintage Booster aufgemacht und ich hatte irgendwie aus 9 Boostern hatte ich 7 Holos. Also das war absolut insane. Aber da hat irgendwie meine Kamera zwischendurch einfach aufgehört aufzunehmen. Ups. Ein Tangolos Reverse und ein Rihornia Holo. Auch eine schöne Karte. Wenn du fokussieren würdest, Kamera. Gracias. So, wie viel haben wir noch? 2, 4, 6, 7. 7 Booster haben wir noch. Das heißt, wir haben jetzt gerade Halbzeit. Wenn es mit dem Puls so weitergeht, dann wäre das natürlich ziemlich insane. Drei nach vorne, eine weg. Wir haben den Schwächenschutz. Funifas, Tracy. Ich liebe ja Fuller Trainer übrigens. Ich finde die richtig geil. Das sind so mit meine Lieblingskarten aus den neuen Sets. Reißlaus und ein neuen Holocaust-Torso. Ich nehme die mal ein bisschen vor. Also klar, die Fuller GX und so Secret Rare-Karten sind auch geil. Aber ich finde, das hat nochmal sowas. Die Fuller Trainer, die sehen halt nochmal geil aus und man kennt die ja auch aus den Spielen. Die meisten, manchmal sind da auch so Trainer, wo ich mir denke, wer ist das? So, Tracy, Vipitis, Duflor, Vulpix, Trassler, Slimer, guck mal, da ist gefährlich. Giftschleim. Sneebel, Glumanda, oh, armes Glumanda steht im Regen. Fun Fact, wenn Glumandas Schweif ausgeht, stirbt's. Es wird sterben. Es wird sterben. Schaut es euch an, es weiß genau, dass es sterben wird. Kirapendra und Lamelux. Es haben Nacht in Flammen so eine niedrige. Oh, es fängt an zu regnen. Ich glaube, ich habe mein Fenster offen. Das ist suboptimal. So eine niedrige Holo-Pull-Rate? Ist das so? Weiß es jemand? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Das ist ja schon ein bisschen älter, das Set. Also, ich weiß gerade auch nicht aus dem Kopf, wie alt das ist. Duflor, Lola, die Frau mit den lila Haaren. Wohin genau? Krabox, Sneebel, Sepa, Toxipet. Oh, da ist ein Pull. Ich spoiler mich die ganze Zeit. Alola, Slimer und Amphira GX. Nice. Sehr geil. Hier freue ich mich jetzt nicht so wie bei dem Glurak, weil jeder Pokémon-Fan weiß, Glurak ist immer uiuiui. Ja, das ist, da kann man eigentlich Wetten abschließen, wenn ein Kartenset Glurak beinhaltet, wird dieses Glurak sehr viel wert sein, weil Pokémon-Fans wollen Glurak. Das ist halt einfach so. Das ist ähnlich wie bei Pikachu, nur Pikachu werden halt nie so viel wert sein, weil es halt in 90% der Fällen Commons sind. Also häufige Karten. Gibt Ausnahmen mit Pikachu EX oder es gab mal so ein Full Art Pikachu. Da ist es dann immer schon wieder kein. Also ich habe jetzt ohne Scheiß mehr Hyper Rares als Holos gezogen. Was ist denn da los? Irgendwie. Ich bin verwirrt. Wir haben Pia. Woo!
Mount Lana Kila, das fleißige Staffelholz, was glaube ich sogar spielbar war. Oder verwechsel ich das gerade? Also, es hat auf jeden Fall eine Secret Rare Karte, das weiß ich. Hut Hut, Tangela, Araqua, Iskala, Trasala, Alola, Vulnona und dieses Artwork ist so wunderschön. Und schon wieder keine Holo. Ich habe jetzt drei Hyper Rares und zwei Holos gezogen. Das ist unfassbar. Also, wird mir das jemand erzählen? Ich würde es dem nicht glauben. Energiekarte weg. Solachita, Bisofang, Sablalek, das sterbende Glumanda, Alola Radfratz, Porygon, Sodamak, Vegimak. Ein Reverse Holo Fluchtseil, das ist cool, weil es eine Reverse Trainerkarte ist. Und schon wieder keine Holo. Leute, letzter Booster, wenn da keine Holo drin ist, dann ist doch alles rigged. Warum habe ich mehr Hyper Rares als Holos? Es ist unfassbar, ne? Es ist unfassbar. So, drei nach vorne, Energiekarte weg. Schon wieder fleißiges Staffelholz. Bundlebee, Chris, Iskala, Trasala, nein, das heißt nur Trasla, Krabox, Sneeble, Toxipet, Bubungus Reverse und ach, immerhin Holo, Cigarde. Okay, nice. Also wir haben drei Hyper Rares, drei Holos gezogen, zwei von den Hyper Rares, über die freue ich mich wirklich sehr. Oh, jetzt bellen da draußen die Hunde. Wir haben hier, ja, Amphira ist ganz cool, glaube ich. Wir haben Kiawe Full Art, Glurak GX, Rihonyor Holo, Lucario und Cigarde. Leute, ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen, auch wenn es mal ein bisschen was anderes war, weil es einfach nur Booster waren. Falls ja, Däumchen nach oben, würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.